Guten Morgen YouTube, was geht? Wir fahren heute mal ein bisschen in die Stadt und ich erzähle mal ein bisschen was. Ich kann mich auch vorab schon mal entschuldigen, wenn die Audioqualität jetzt nicht so gut ist wie ansonsten. Das liegt daran, dass ich mich entschieden habe, das Klebeband, was mein Mikrofon am Helm festhält, einfach mal auszutauschen und das einfach gar nicht hält. Das heißt, könnte auch sein, dass das Mikro während der Fahrt komplett runterfällt. Ich habe keine Ahnung. Werden wir dann sehen und mitbekommen. Aber worüber ich eigentlich reden will, ist die Idee unserer wirklich extrem kompetenten Politiker, die aktuell ja nicht so viel zu tun haben. Ich meine, es gibt keine Gespräche darum, den Mindestlohn zu erhöhen, weil es arbeitet ja kein Mensch. Der G7-Gipfel wurde auch verschoben. Das ist jetzt wieder eine Woche, die eingeplant war, die man jetzt hat und einfach nichts zu tun ist in dieser Zeit. Also muss man auf sehr, sehr, also wirklich sehr geniale Gesetze kommen, die wirklich 5000 IQ benötigen, um auf so etwas zu kommen. Und zwar, was unsere, wie gesagt, extrem kompetenten Politiker, da will ich auch gar nicht schlecht über die reden, die haben alle studiert, das sind alles sehr schlaue Menschen, die da drin sitzen. Die sind auf die Idee gekommen, hey, wie wäre es mit einem Gesetz, dass man sonntags und an Feiertagen nicht mit Motorrädern fahren darf. Ja, das lassen wir jetzt erstmal so kurz auf uns alle einwirken. Okay, gut. So, also, am Sonntag und am Feiertag sollen keine Motorräder fahren dürfen. Heute ist Feiertag, das was ich mache, in Augen mancher Politiker hätte das wahrscheinlich jetzt schon die Todesstrafe verdient. Wie ich es mir überhaupt erlauben kann, in meiner Freizeit das zu tun, was ich will. Aber damit reicht es noch gar nicht. Nee. Also, das wäre ja auch zu einfach, ne? Wenn man einfach sagen würde, man darf nicht mehr Motorrad fahren. Nein. Die Motorräder, die fahren dürfen, ne, sollen dann maximal 80 dB haben. 80 dB. Wisst ihr, wie laut 80 dB sind? Ein fucking Golf Diesel hat bei Vollgas 80 dB mit Abrollgeräuschen. Ein Diesel. Bei uns sind Krümmer und Schalldämpfer und Katalysatoren minimal kürzer als bei einem Auto. Würde ich einfach mal behaupten, ja. Und dann sollen es Motorräder jetzt auf die Reihe bekommen, so laut zu sein wie ein 2 Liter Dieselmotor, der nicht auf Leistung getrimmt ist. Gut. Ja, hört sich halt logisch an, auf jeden Fall. Ganz kurz. Das waren jetzt, glaube ich, habe nachgeschaut, 87 Dezibel von einem 250 Kubik Motor, dessen Schalldämpfer und dB-Killer gefühlt die Hälfte der gesamten Auspuffanlage ist. Das will ich nur so kurz in den Raum werfen. Dass ich mit 250 Kubik und mit einem Werksauspuff 7 Dezibel zu laut bin für alles, was es jemals geben soll. Aber irgendwo, nehmen wir an, ich wäre der Mensch, der absolut dann gar nichts im Leben Spaß hatte, dann würde ich das irgendwo noch verstehen. Wenn ich so eine Gertrud wäre, 95, wohnt mitten in der Stadt in der Leopoldstraße und beschwert sich darüber, dass Leute ihr Leben genießen wollen und das, was sie haben, damit Spaß haben wollen, dann verstehe ich es voll und ganz, dass man sich beschwert, wenn man auf einer der meistbefahrenen Straßen in München ist, sich beschwert, dass es zu laut ist. Was ich aber nicht verstehen kann, ich zeige euch jetzt mal zwei Clips, okay? So, die habt ihr gesehen? Gut, das sind zwei Autos gerade gewesen, die so laut wie die sind, absolut straßenzugelassen sind. Ich kann das den ganzen Tag die Leopold rauf und runter ballern. Die Leute werden sich beschweren, die Polizei wird zu mir kommen, ich kriege 20 Euro Ordnungswidrigkeit, weil ich unnötigen Lärm produziere, aber es ist 100% legal. Es ist 100% legal, wenn ich mit einem Auto rumfahre, was sich anhört, als ob gerade in irgendeiner Seitenstraße jemand abgeknallt wird. Aber ein bisschen Spaß zu haben mit seinem Motorrad am Wochenende oder an Feiertagen ist wahrscheinlich gleichzusetzen mit Mord. Aber komm, lass es so sein. Lass Gertrud die Entscheidung haben. Ich will es den ganzen jungen Leuten nicht gönnen, dass sie ihren Spaß haben auf ihren Motorrädern, für die sie arbeiten, für die sie Steuern zahlen, für die sie dem Staat gut Geld einbringen, weil wir halt viel tanken müssen, weil wir viel fahren, weil wir Steuern dafür zahlen, weil wir Versicherungen dafür zahlen. Also der Staat hat nur Vorteile dadurch, dass ich jetzt rumfahre. Aber okay, gut. Nehmen wir an, das fuckt die Gertrud brutal ab. Wir lassen auch komplett außer Acht, dass der Staat Anfang dieses Jahres sogar beschlossen hat, dass man 125er jetzt extrem leicht fahren kann durch diese Erweiterung des Führerscheins. Um genau
CO2-Ausstoß und sowas runterzudrehen und den Verkehr in der Stadt runterzudrehen. Und jetzt, 6 Monate danach, haben wir uns entschieden, ach, wisst ihr was? Nee, wir kommen, lass das verbieten. Das ignorieren wir einfach, alles, was bis jetzt passiert ist. Nehmen wir an, ich bin da jetzt zum Beispiel ein super Beispiel. Ich habe privat kein Auto. Also wenn ich irgendwo mit dem Auto hin müsste, müsste ich jemanden fragen, hey, kannst du mir dein Auto ausleihen? So, nehmen wir einfach jetzt mal Helmut, 40, wohnt im letzten Scheißdorf und hat nur seine Harley und wird am Sonntag in die Arbeit gerufen, weil er, was weiß ich, er ist Krankenwagenfahrer. Es geht um Leben und Tod bei ihm am Sonntag, aber er hat nur eine Harley, was soll er jetzt machen? Soll er gegen das Gesetz verstoßen und wahrscheinlich für 50 Jahre in den Knast wandern, weil er es sich erlaubt, mit seiner Harley am Sonntag rumzufahren? Oder soll er einfach sagen, nee, heute fährt der Krankenwagen halt nicht, weil ich darf ja nicht losfahren? Würde Helmut jetzt aber ein S63 haben und damit durch die Gegend ballern, als ob es keinen Morgen gäbe, dann wäre es komplett legitim in den Augen der Politik. Doch Helmut darf seine Harley am Sonntag nicht aus der Garage bewegen, um Krankenwagen fahren zu dürfen, um Menschenleben zu retten. Ja, danke deutscher Rechtsstaat für diese wirklich perfekt durchdachte Idee, die auch komplett lückenlos funktionieren wird. Also ich sehe da gar kein Problem darin, dass es da irgendwie zu irgendwelchen Problemen kommen könnte, wenn man sagt, da dürfen gar keine Motorräder fahren. Ah, ja, kompetente Leute halt bei uns in der Politik, ne? Und ich weiß übrigens, das Thema kommt ultra spät, das wurde schon vor knapp einer Woche angesprochen, aber ich produziere die Videos ja immer im Voraus, deswegen sind die Sachen, die ich sage, nicht immer top aktuell. Aber nur weil das Thema jetzt nicht brandaktuell ist, heißt das ja nicht, dass ich nicht meine Meinung und meine Gedanken zu diesem Gesetzesbeschluss abgeben darf. Es könnte ja sein, ich stelle das jetzt nur mal so in den Raum, ich würde es nicht behaupten oder so, aber es könnte sein, dass dieser angesprochene Gesetzesbeschluss vielleicht, also nur vielleicht, wie gesagt, das sind schlaue Leute in der Politik, die da sitzen, die haben bestimmt über alles schon nachgedacht. Aber es besteht die Möglichkeit, dass so ein Gesetzesbeschluss den falschen Leuten schaden könnte. Wir können uns damit jetzt aber auch in den Feierabend verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt mir gesund, liked das Video, macht 5 Fake-Accounts, liked mit denen auch und abonniert mich. Bis zum nächsten Mal, yalla.